Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren, lieber Günther, lieber Norbert, vielen Dank für die Einladung hier erneut nach Mettmann, diesmal unter anderen Bedingungen, aber umso erstaunlicher, dass die, die es am meisten eben brauchen, sich zu schützen, das auch am besten hinbekommen, so eine schöne Veranstaltung hier zu bewerkstelligen. Also ganz toll, jetzt schon mal ein großes Lob für das Konzept, das ist wirklich sehr gut organisiert. Und auch ganz schlüssig, da können wir Ärzte uns eine Scheibe von abschneiden, muss man sagen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier den Weg nach Mettmann gefunden haben, möchte aber auch die gerne grüßen, die vielleicht dann online zugucken und auch aus guten Gründen zu Hause geblieben sind. Ich möchte etwas mitbringen aus der Politik, Neues aus der Politik. Es ist ja immer ganz schwer, so richtig Neues zu vermitteln. Was bedeutet schon neu? Ich kann aber über Entwicklungen sprechen, über Entwicklungen, wie wir die in den letzten Monaten, so in den letzten 2 Jahren erlebt haben, die doch ordentlich Fahrt ins Thema gebracht haben. Das ist vielleicht insofern auch interessant, als dass wir hier gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Transplantationsbeauftragten in Nordrhein-Westfalen, die ich vertrete, aber dann eben auch mit dem Selbsthilfeverband eben bestreiten. Wir sind ja schon lange gemeinsam unterwegs und versuchen, dieses Thema nach vorne zu bringen. Da hat die Politik sich durchaus inzwischen von ein bisschen inspirieren lassen. Das funktioniert ja nur halbwegs hier, da muss man ja sehr vorsichtig sein mit diesem Laser. Da oben sehen wir den Jens Spahn, unseren Bundesgesundheitsminister. Wir sehen hier den Karl-Josef Laumann. Wir sehen Rudolf Henke, den Präsidenten der Ärztekammer Nordrhein und hier Hans Gehle, den neuen Präsidenten der Ärztekammer Westfalen. Ich habe die ganz bewusst mal vorne auf den Titel gesetzt, allein deshalb, weil eben die Dinge, die jetzt sich entwickeln, auch Gesichter haben. Und das halte ich für nicht unwichtig. Wir gucken mal kurz auf die Zahlen, die müssen bei so einer Veranstaltung ja auch immer kurz genannt werden, weil das ist ja das, was so ein bisschen unsere Messlatte auch ist. Und wir sehen 2020, ein Virus prägt natürlich unser ganzes Leben, die Gesellschaft, alles, was damit zusammenhängt. Und wir haben direkt, als das losging mit Corona, auch große Angst gehabt vor negativen Entwicklungen. Aber erstaunlich war, dass unter den Covid-Bedingungen am Ende zunächst eine gute Entwicklung der Organspendezahlen stattgefunden hat. Wir sehen hier so ein bisschen im Monatsvergleich die Entwicklung der Gesamtzahlen, und zwar von Januar bis August, immer im Vergleich mit den Vorjahren. Wenn wir jetzt hier schauen, ist 2020 gar nicht so ein schlechtes Jahr gewesen. Das hätte alles schlimmer sein können. Wir hatten mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass sogar am Anfang die Zahlen enorm besser wurden. Aber das war ein Effekt, der hatte wohl weniger irgendwas mit Covid zu tun. Wenn, da haben wir dann schon immer so geunkt, dann war es eben so, dass doch alle auf ihren Intensivstationen erheblich präsenter waren, vielleicht noch als auch sonst, eine große Aufmerksamkeit für alle Patienten da war und insofern da vielleicht auch nochmal die Entwicklung unterstützt wurde. Ich glaube aber vielmehr, dass die Dinge insgesamt sich verbessert haben und dass auch das zum Tragen gekommen ist, was auf den Weg gebracht wurde. Wenn wir schauen, dieses Jahr, Januar bis August, sehen wir, dass doch insgesamt ganz gut Organe vermittelt werden konnten. Wir sind auf einem stabilen Niveau. Es ist jetzt nicht so, dass die Zahlen steil nach oben gegangen wären und jetzt in irgendwelche Höhen wieder, wie wir die mal gekannt haben, vielleicht 2011 oder sogar noch davor. Wir sehen hier einen 10-Jahres-Vergleich. Die Quelle ist die DSO. Die stellen uns diese Dinge zur Verfügung. Da sind wir auch immer ganz dankbar für, wie die uns überhaupt einiges zur Verfügung stellen, was wir gut gebrauchen können, gerade was Statistik und so weiter angeht. Ein Kollege und ich haben aber überlegt, ob wir nicht mal den nächsten 20-Jahres-Vergleich machen, um nochmal vielleicht bessere Rückschlüsse ziehen zu können zu der Entwicklung der Organspende in Deutschland. Insgesamt lässt sich aber vermelden, dass eben bis auf Bauchspeicheldrüsen die postmortale Organspende eher stabil gelaufen ist, sogar ein bisschen mehr, bei Herz zum Beispiel auch. Die transplantationsbeauftragten Ärztinnen und Ärzte scheinen aktiv zu sein. Und
Was ganz wichtig ist aus meiner Sicht und eben dafür spricht, dass eben gerade unsere Zunft sich doch deutlich bewegt ist, die Anzahl der organspendebezogenen Kontakte in Deutschland hat zugenommen. Und das ist ja extrem erfreulich erstmal. Was waren die Maßnahmen zur Steigerung der Organspenden? Was hat eigentlich zu einem Bündel von Maßnahmen geführt? Das wissen wir, vor 2019 doch insgesamt eine schwabbelige Entwicklung. Es hat nicht so richtig gegriffen. Es ist jahrelang viel gemacht worden. Alle Player in dem Thema aus Politik, aber auch aus der Ärzteschaft und vor allen Dingen auch Patientenorganisationen haben kräftig getrommelt für die Organspende. Der Zuspruch war hoch, das hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch immer wieder dargestellt, aber wir hatten so das Gefühl, da greift nichts so richtig. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat sich sehr inspirieren lassen, vor allen Dingen von Karl-Josef Laumann, unserem Gesundheitsminister hier aus Nordrhein-Westfalen. Da muss ich wirklich mal eine Lanze für brechen. Der ist ja jetzt zum zweiten Mal Minister und er sagt selber, im sinngemäß, er ist auch so ein bisschen alterskonsequent geworden. Also er lässt sich auch nichts mehr vorgaukeln, das braucht er nicht. Wenn er das schon macht jetzt in der Phase, dann will er auch was bewegen. Und das ist auch ein bisschen so. Er hat uns seinen Staatssekretär Helle geschickt, und zwar an so einen denkwürdigen Abend in Münster oder zu einem denkwürdigen Abend in Münster. Da haben wir uns mal im Januar 2018 getroffen. Die Präsidenten der Ärztekammern in Nordrhein-Westfalen waren dabei, alle Vertreter, Krankenhausgesellschaft, Ärzteschaft, alle waren dabei und wir haben uns hingesetzt und überlegt, was können wir von der medizinischen Seite her leisten, was müssen wir tun, damit endlich sich was bewegt. Wir haben an diesem Abend sehr viele Forderungen erarbeitet, es ist ein langer Abend geworden. Ich weiß noch, das war super kalt, es war super ungemütlich, wir haben es uns aber da kuschelig gemacht bei der Ärztekammer in Münster. Die Präsidenten saßen hinter den Hosenträgern da und der Politiker oder der Staatssekretär in dem Fall hat unglaublich viel mitgenommen. Karl-Josef Laumann war damals in den Koalitionsverhandlungen, der wäre gern am liebsten selber gekommen. Aber was eben beeindruckend war für uns, viele Dinge, die an diesem Abend benannt wurden und die als Punkte notiert wurden, sind tatsächlich bis nach Berlin gekommen. Jens Spahn hat das sehr ernst genommen, aufgegriffen, seine Staatssekretärin Sabine Weiß mit eingebunden und die haben unheimlich viel bewegt. Sie haben natürlich direkt Kontakt auch aufgenommen mit dem Axel Ramel von der DSO, auch jemand, der sicherlich sehr, sehr engagiert ist und der auch diesen gesellschaftlichen Kontext enorm wichtig nimmt und auch hier die Politik gefordert hat und wir von unserer Seite ja auch. Und insofern ist dann doch etwas geschehen. Es ist entwickelt worden, das Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen bei der Organspende. Und es sollte nicht dabei bleiben, weil dann der Bundesgesundheitsminister auch vermerkt hat, wenn wir das schon machen, wenn wir jetzt so ein Gesetz rausbringen und das soll etwas verbessern, dann versuchen wir ja eine Power herzustellen, und zwar für alle Beteiligten. Aber wie, und das hat Axel Ramel immer so schön gesagt, bringen wir nun die PS, die wir produzieren, auf die Straße? Und das haben wir gemacht, indem der gemeinschaftliche Initiativplan Organspende verfasst wurde. Eine große Aktion, ein Bündnis, eingeladen vom Bundesgesundheitsministerium. Frau Weiß hat das immer sehr sachkundig und charmant moderiert. Es waren wirklich alle Player, alle Patientenverbände, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Krankenhausgesellschaften, Kostenträger, die Ärzteschaft aus verschiedenen Bereichen, die Ministerien, die Politik. Alle waren vertreten in diesem doch relativ großen Gremium. Es wurde aber sehr pragmatisch vieles erst diskutiert im großen Kreis, aber dann in der Ausführung runtergebrochen und auch ordentlich eingekocht. Ich weiß da ein Wort von zu reden, weil ich mit Götz Gerritsheim und Felix Braun, einer der drei benannten Autoren bin, auch von diesem Initiativplan mit. Da haben natürlich auch etliche andere noch ihre Beiträge zugeleistet. Aber, und das muss man sagen, der Bundesgesundheitsminister hat sich nicht gescheut, die Leute, die nun wirklich versucht haben, auch was zu bewegen, an den Tisch zu holen. Auch wenn sie aus der Provinz kamen, auch gar nicht aus so bedeutenden Häusern wie ich jetzt zum Beispiel. Aber alle wurden mit eingebunden. Das Gesetz und auch der Initiativplan scheinen tatsächlich Anschub zu leisten. Denn
es ist im Grunde mit diesem Initiativplan ein Drehbuch geschaffen worden. Was könnt und solltet ihr nun alle machen an den verschiedenen Stellen, um gemeinsam eben, und das ist das, was dieser Initiativplan unterstreicht, gemeinsam wirklich mehr zu bewegen für das Thema Organspende. Es ist, und das wissen Sie auch, im Anschluss daran noch mehr geschehen, nämlich eine große Diskussion, es ist auch eine gesellschaftliche Diskussion in Gang gesetzt worden, auch sehr betrieben durch Jens Spahn. Es ging darum, was machen wir jetzt hier mit der Zustimmungsregelung in Deutschland. Die Widerspruchsregelung wurde gefordert. Eine heiße Diskussion ist entbrannt. Wir haben im letzten Jahr zum Arzt-Patienten-Seminar auch schon darüber gesprochen und alle gesagt, naja, wir wünschen uns natürlich die Widerspruchslösung. Ich bin mir hinterher gar nicht mehr so sicher gewesen, ob ich mir die wirklich wünsche. Das hatte ich, glaube ich, auch mal öffentlich ein paar Mal bemerkt. Da war ich mir sehr unsicher, wenn man die Leute so gehört hat hier im Lande. Zum Beispiel auch zu Hause waren wir da komplett geteilter Meinung. Am Ende hat meine Frau gewonnen, ja, wenn ich das mal so übertragen darf. Die erweiterte Zustimmungslösung ist beschlossen worden vom Bundestag. Und ich möchte an der Stelle auch, egal wie das nun jetzt ausgegangen ist, das unterstreichen, was Jens Spahn sagt, nämlich bitte an der Stelle jetzt den Rückenwind aus der Debatte nutzen und mittransportieren in die Diskussion, in die Gesellschaft. Und das können und sollten Sie auch tun als Betroffene. Wir brauchen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Ja, da kommt sowieso nicht richtig viel raus, wenn wir jetzt beleidigt werden und sagen, oh, wir hätten aber so gern lieber die Widerspruchslösung gehabt. Das wäre jetzt die große Rettung gewesen. Das wage ich zu bezweifeln an der Stelle. Die Frage ist, ob sowas nicht sogar mehr zu einer Spaltung geführt hätte. Am Ende haben wir nun das, was unser Bundestag diskutiert und erarbeitet hat. Und da sollten wir uns auch mit wohlfühlen in der Demokratie. Und jetzt eben sehen, dass wir mit diesem Rückenwind in die Diskussion gehen. Das ist ganz wichtig. Und auch in die Erarbeitung der sogenannten Ausführungsgesetze. Da sind wir jetzt dabei. Ich kann hier nur von Nordrhein-Westfalen sprechen. Da sind wir auch beteiligt. Wir, also die Arbeitsgemeinschaft der Transplantationsbeauftragten Ärzte, aber auch die gesamte Ärzteschaft natürlich vertreten, durch die Kammern sehr gut vertreten sogar, dann aber auch die übergeordneten Institutionen wieder alle mit am Tisch, die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen, die DSO selbstverständlich als einer der ganz großen Player, als Koordinationszentrum sozusagen. Und wir treffen uns im Ministerium für Gesundheit, dort gibt es eine Arbeitsgruppe, die die Vorstellung für so ein Ausführungsgesetz Stück für Stück erörtert, Vorschläge eben auch reflektiert. Da kümmert sich die Frau Holzmann-Schicke drum. Judith Holzmann-Schicke sitzt auch, so wie ich, in der Ständigen Kommission der Bundesärztekammer Transplantationsmedizin Organspende. Das heißt, auch da haben wir viele Berührungspunkte, sind da auch zusammen unterwegs. Da ist Nordrhein-Westfalen also gar nicht so schlecht aufgestellt. Und wir bemühen uns im Augenblick, da also was auf die Beine zu stellen, was wiederum eben auch sehr praxisnah ist. Zum Beispiel war mir persönlich natürlich wichtig, dass transplantationsbeauftragte Ärztinnen und Ärzte unterstützt werden, dass nicht irgendwelche Klauseln reinkommen, dass nicht zu viel Druck in ein Ausführungsgesetz reingerät, wo hinterher sogar Ärztinnen und Ärzte, die diese Aufgabe übernehmen oder übernehmen müssen, denn da müssen auch manche einfach ran, die vielleicht gar nicht unbedingt wollen. Und dem wollen wir es nicht vergraulen, indem wir direkt zum Beispiel Sanktionen bereithalten. Sowas konnte man zum Beispiel schon abwenden, also das darf ich vielleicht schon mal verraten, noch bevor das Gesetz jetzt so richtig auf dem Weg ist. Es wird ja auch noch beraten, sehr intensiv ist das in Planung. Und es muss aber bestimmte Dinge beinhalten, wie zum Beispiel die verpflichtende Bestellung von Transplantationsbeauftragten und einer adäquaten Vertretung. Das ist sicherlich neu. Das wird so manches Haus auch noch mal vor Probleme stellen, weil die sind ja vielleicht froh gewesen, überhaupt jemanden zu finden, der das nun übernimmt. Und nun sollen die auch noch eine Vertreterin oder einen Vertreter finden. Aber vielleicht gibt es ja andere Lösungen. Da kommen wir gleich noch drauf. Hausübergreifende vielleicht, dass vielleicht kleinere Häuser sich zusammentun. Jeder vielleicht einen bestellt. Dann hat man schon zwei. Einen, der es macht, und eine Vertreterin, Vertreter. Die Bezirksregierung hat in jedem Fall Genehmigungspflicht bei sowas, also sollte man so hausübergreifende Lösungen etablieren wollen, müsste man sich an die Bezirksregierung wenden, die überprüfen das dann und genehmigen das oder nicht.
Die haben also auch Aufsichts- und Kontrollpflicht überhaupt. Und da haben wir eben doch schon für gesorgt, dass das zwar natürlich greifen kann, aber wir möchten nicht, wie gesagt, dass dann Sanktionen hier die größte Rolle spielen, plötzlich in einem System, wo sowas nur Schaden anrichten würde. Die Freistellung allerdings der Transplantationsbeauftragten zu ihrer Tätigkeit und vor allen Dingen auch zur Fort- und Weiterbildung, nicht nur von sich selbst, sondern auch Aufklärung der Bevölkerung etc., was ja im Gesetz und im Initiativplan verankert ist, das wird natürlich hier im Ausführungsgesetz für NRW auch deutlich formuliert werden. Und was jetzt wirklich neu ist und vielleicht für Sie auch eine ganz wichtige und auch tröstliche Message, endlich wird die Pflege eingebunden. Das ist gar nicht so unwesentlich aus meiner Sicht. Wir haben ja jetzt unter Covid erlebt, wie verantwortungsvoll und hochprofessionell die Pflegerinnen, die Pfleger, die Fachpflegerinnen, Pfleger, aber auch weitere Krankenpflegekräfte, egal wo, aufgestellt sind in Deutschland. Da muss man wirklich eine Lanze für brechen. Ohne diese wirklich ausgesprochen gut aufgestellten Pflegekräfte hätten wir das so nie bewältigen können. Da wären wir völlig kraftlos gewesen. Und wir haben auch gemerkt, wie sehr Verantwortung von denen wahrgenommen wird. Nochmal mehr eine Bestätigung, dass es richtig ist, die Pflege einzubinden. Das steht im Ausführungsgesetz auch dann drin. Das steht jetzt schon im Bundesgesetz. Es ist also ganz neu. Was wir allerdings nicht möchten, wir möchten der Pflege hier nicht eine Verantwortung zuschanzen, die sie an der Stelle gar nicht wahrnehmen kann, sondern wir möchten die gerne an den Punkten einbinden, wo sie eben auch wirklich tätig sein kann. Und deswegen muss man jetzt gemeinsam mit der Pflege da so ein Modell entwickeln, wie die also in dieser Aufgabe sich entwickeln können. Also Ausbildung, Positionierung, Abgrenzung der Verantwortung, ganz wichtig. Da sind wir im Gespräch. Ich persönlich bin da sehr im Kontakt, zum Beispiel mit Pflegeakademien, und wo man dann gemeinsam sich hinsetzt und schon sich Gedanken macht, auch über ein Ausbildungsmodul an Pflegeakademien oder vielleicht sogar an Hochschulen. Da ist einiges am Laufen im Augenblick. Und ich kann vielleicht im nächsten Jahr, das wäre jetzt schon mal vorausschauend, dann berichten vielleicht über eine ganz konkrete Hochschulausbildung von Pflegenden für diesen Bereich. In Spanien ist das zum Beispiel gang und gäbe, auch in England die sogenannten SNOTs. Nur dort ist es so, dass die ungefähr 6 Semester studieren. In Deutschland ist die Resonanz dafür aus der Pflege nicht so toll bisher. Wir haben uns schon mal erkundigt, auch mit Mitgliedern des Deutschen Pflegerates schon gesprochen. Also die können sich jetzt nicht vorstellen, 3 Jahre dafür zu lernen, dann diese Aufgabe auch noch mit zu übernehmen. Aber die können sich eine modulare Ausbildung vorstellen, so wie wir die als Ärztinnen und Ärzte ja auch machen, wenn wir Transplantationsbeauftragte sein sollen. Und es ist schon so, dass der Wunsch der Ärztekammern ist, dass die ärztlichen Transplantationsbeauftragten auch stets die Leitung übernehmen von dem. Das ist aus medizinischen Gründen schon geboten. Es sind sehr viele Verfahrensanweisungen, die doch sehr komplizierte medizinische Inhalte haben. Der Kollege Fleischhauer wird mir bestätigen. Es ist so wichtig, dass eben auch vor Ort die organprotektive Therapie des Hirntoten eben richtig wahrgenommen wird. Das sind medizinische Inhalte. Da sollte die Hauptverantwortung eben auch bei den Ärztinnen und Ärzten bleiben. Die Einbindung der Hausärzte, ein ganz wichtiger Punkt, ist hier übrigens durch das Ministerium in Nordrhein-Westfalen schon wahrgenommen worden. Die haben sozusagen auch in Eigenregie schon Material verschickt an die Bundeszentrale, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, vieles genutzt, das auch an die Hausärztinnen und Hausärzte weitergegeben. Die versuchen wir noch mehr einzubinden und wir wollen auch von unserer Arbeitsgemeinschaft aus im nächsten Jahr noch mal eine große Aktion machen und die Hausärzte direkt ansprechen. Ich hoffe, dass dann wieder Präsenzveranstaltungen allenthalben möglich sind und dann werden wir da wahrscheinlich als Arbeitsgemeinschaft auch mal aufkreuzen. Wir, die Arbeitsgemeinschaft, damit meine ich jetzt nicht nur den Vorstand, der hier oben abgebildet ist auf dieser Folie, sondern eben auch alle weiteren Mitglieder. Wir sind hier in Nordrhein-Westfalen mit über 70 Mitgliedern organisiert. Das ist nicht schlecht, ist kein schlechter Organisationsgrad, wenn man das prozentual sieht. Wir versuchen uns auch hier noch mal besser aufzustellen. Wir hatten ja mal eine schöne Website, die ist im Augenblick kaputt, um es mal so salopp auszudrücken. Und es soll jetzt eine neue aufgebaut werden. Und gerade heute habe ich erfahren, dass wir eventuell da ganz professionelle Hilfe bekommen können, worüber ich mich echt freuen würde, wenn wir da schnell auch wieder ein bisschen öffentlichkeitswirksamer unterwegs sind. Bis dahin sind wir aber und deswegen auch die Gesichter auch persönlich ansprechbar, auch für Sie, für alle auch draußen.
Da können Sie gerne direkten Kontakt mit uns aufnehmen, immer auch unter den Krankenhäusern, wo wir tätig sind, in unseren Hauptarbeitsfeldern. Die Bedingungen der Bundesgesetzgebung, hier sind nochmal diese ganzen Rahmen genannt, kann man sich später auch vielleicht auf der Folie einmal nochmal angucken. Die sind ja jetzt gesetzt, dazu gehört auch die Freistellung und auch die Art der Freistellung. Wichtig ist hier die Loslösung aus unserer Sicht, die Loslösung auch vom Vorgesetzten. Ich sage das auch selber als Vorgesetzter, Leiter einer Anästhesieabteilung, dass wenn jemand seine Arbeit als Transplantationsbeauftragte oder TER richtig durchführen möchte, dann muss er einfach agieren können. Und dann darf er jetzt nicht irgendwelchen Tagesbefindlichkeiten unterstellt sein. Der muss das also wirklich konzentriert wahrnehmen. Der Transplantationsbeauftragte, Arzt, Ärztin sollte also immer auf Augenhöhe mit der Klinikleitung, hier gemeint Direktorium, Geschäftsführung etc. als Stabsstelle aufgestellt sein. Vielleicht eben sich dem ärztlichen Direktor gegenüber verpflichtet fühlen, auch hier vielleicht entsprechend den mit einbinden, aber ansonsten wirklich losgelöst, frei seine Tätigkeit ausüben können. Und das kann man in verschiedenen Freistellungsanteilen tun, wenn jetzt einer zum Beispiel 22 Betten Intensivstationen hat und der bekommt für je 10 Betten oder auch 10 angefangene Betten, in dem Fall sind es ja 22 und nicht 20, jeweils 0,1% Stellenanteil, könnte der sich jetzt hier 0,3 Stellen freistellen lassen. Binden wir aber noch andere mit ein und brauchen Vertreter, kann man das jetzt zerpflücken und auch ein bisschen gliedern, wie man möchte. Da kann man sehr pragmatisch sein, es gibt verschiedene Auslegungen. Jetzt unter Covid auch, muss man noch mal allen als Tipp mitgeben, vielleicht auch darauf achten, wie viele Intensivbetten mehr geschaffen wurden an dem einen oder anderen Haus. Da wird man sicherlich zumindest für die Zeit auch mehr Stellen für die Transplantationsbeauftragten auch nötig haben, wenn man die wirklich auch dann entsprechend betreibt, diese Betten. Wir haben schon eine Menge Möglichkeiten, auch mit der Beteiligung der Pflege. Wichtig ist, dass wir das jetzt auch als Ärztinnen und Ärzte annehmen. Und da ist mein Eindruck schon, dass wir das tun. Wir müssen ja auch einen Tätigkeitsnachweis an die DSO senden. Das macht aus mehreren Stellen guten Sinn. Ein internes Berichtswesen dient natürlich der Qualitätssteigerung und versucht auch Probleme in den Prozessen, in den Krankenhäusern ein bisschen zu vermeiden oder eben auch darzustellen, und dann kann man die gut bearbeiten. Die DIVI hat allerdings auch vor 2 Jahren schon angemerkt, das ist die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung der Intensivmedizin, dass es nicht gut wäre, wenn solche Qualitäts- und Leistungskontrollen jetzt zum Beispiel zu allen möglichen Stellen rausgegeben werden und dann eine Drucksituation entsteht, auch gegenüber den Ärztinnen und Ärzten. Da sollte man schon vorsichtig mit umgehen, da kann ich nur zustimmen. Es gibt ja eine strukturierte Abfrage durch die DSO, die fragen uns jedes Jahr jetzt einzeln in den Krankenhäusern, was hast du gemacht das ganze Jahr, hast du dich fort- und weitergebildet, hast du selber auch zum Beispiel Aktionen durchgeführt im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, also zum Beispiel die Veranstaltung hier heute, die schreibe ich dann schön rein, dass ich hier mitgemacht habe, dass ich mich da beteiligt habe, und das ist zum Beispiel auch etwas, was die eben alle gerne sehen und zur Tätigkeit gehört. Der Gemeinschaftliche Initiativplan Organspende sorgt also dafür, dass doch viele Situationen, wie die vor 2019 auch Probleme gebracht haben, inzwischen doch aufgeräumter sind. Hier mal so ein bisschen fett gedruckt, viele, viele Möglichkeiten, wie wir doch als Transplantationsbeauftragte Ärztinnen und Ärzte was tun können. Und wir erbringen inzwischen viele Leistungen und haben vor allen Dingen, glaube ich, jetzt hier tatsächlich mit unserem Drehbuch, diesem Initiativplan, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Da gibt es auch keine Ausreden mehr, wenn mir nichts einfällt. Ich kann das Heftchen wirklich nehmen und mal nachgucken, was schreiben die denn so. Insofern sind unsere Kernpunkte wie Professionalisierung, wie ich sie vor Jahren auch hier auf den Veranstaltungen gefordert habe, deutlich vorangeschritten. Die Einbeziehung der Pflege, ein wichtiger Punkt, der das auch nochmal unterstützt. Fortbildung, Netzwerke zur Kooperation, am Ende auch hier wir und auch weiterhin ganz wichtig, interprofessionell mit Patientinnen, Patienten sowieso, die zähle ich mal zu den Profis dazu. Ja, und das ist ganz wichtig. Hier sehen Sie uns letztes Wochenende auf der Landesgartenschau in Kamp-Lindfort. Es sieht so ein bisschen leer aus, das liegt aber an den Hygienebestimmungen, den Sicherheitsabständen. Wir haben an dieser Veranstaltung gemeinsam mit der Selbsthilfe Organtransplantierter NRW über 400 Infopacks rausgegeben,
an die Bevölkerung. Wir haben es hinterher selber nicht geglaubt, weil wir zwischendurch auch irgendwie kein Gefühl mehr hatten, mit wem wir schon gesprochen haben, mit wem nicht. Wir haben wahrscheinlich ungefähr 150 und mehr Gespräche geführt und es war wirklich ein Riesenerfolg. Wir möchten gerne, und hier sind noch einige Beispiele aufgeführt, weiter mit Ihnen rausgehen, mit den Patienten, auch mit dem Netzwerk Organspende, wo ja auch die Selbsthilfe mit verbandelt ist. Das ist ganz wichtig, dass wir da keine Grenzen ziehen, sondern dass wir die Gemeinsamkeiten suchen und auch leben lassen. Das ist ganz wichtig. Wir möchten das auch gerne weiterhin der jungen Bevölkerung gegenüber tun. Und ich habe ja hier heute schon eine junge Dame wieder getroffen. Da durfte ich mal zusammen mit Günther Breitenberger in die Schule gehen. In Witten war das, ne? In Witten war das, ne? Genau. Und das war sehr schön. Und ich habe zusammen mal mit der Ärztekammer Nordrhein und mit dem Schulministerium so eine Aktion mit ins Leben gerufen, Organspende in Schulen. Das war aber jetzt auch nicht das erste Mal, muss man sagen. Das war zu dem Zeitpunkt im Grunde schon eine olle Kamelle. Ja. Das haben andere vor mir auch schon 5-mal gemacht und versucht, das mal so ein bisschen durchgreifen, mit so ein bisschen Nachhaltigkeit, wie man heute gerne sagt, in die Wege, auf den Weg zu bringen, nämlich so auch, dass die Schulen einen vielleicht noch mehr kontaktieren und in den einzelnen Orten jetzt die transplantationsbeauftragten Ärztinnen, Ärzte fragen, könnt ihr mal kommen. Das ist aber noch nicht so häufig und wir sagen jetzt, und das möchten wir gemeinsam übrigens, das darf ich auch sagen, Politik, Neues aus der Politik, auch gemeinsam hier gerade mit dem Selbsthilfeverband eben auf den Weg bringen. Wir haben uns letztes Wochenende kurz geschlossen und gesagt, wir möchten gemeinsam fordern, und das wird auch demnächst jetzt als Pressemitteilung rausgehen, wir möchten, dass Organspende in den Lehrplan aufgenommen wird. Das war der Fall bei G8, die haben es aber jetzt wieder rausgeschmissen. Ja? Also man hat jetzt mehr Zeit, da müssen wir erstmal die Organspende wieder rausschmeißen. Das geht natürlich nicht, da sind wir verärgert drüber, das möchten wir nicht. Wir sehen, dass das ganz wichtig ist. Nochmal, der Bundesgesundheitsminister und alle anderen Beteiligten, der ganze Bundestag hat festgestellt, Organspende ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine Gemeinschaftsaufgabe. Da müssen die jungen Leute, egal in welchem Fach, schon informiert werden. Und Bayern, unser Musterland, oftmals, da kann man nun sagen, was man will, setzt das Thema Organspende auf den Lehrplan. Das ist die neueste Message hier aus dem Deutschen Ärzteblatt von Juli. Und wir können da uns ein Beispiel dran nehmen, wie wir uns überhaupt insgesamt Beispiel an den Besten nehmen sollten. Also wir sollten uns an Europa orientieren, im Netzwerk mitarbeiten. Die Treffen, die sind immer ganz nett und herzig, aber es muss auch was dabei rauskommen. Und wir müssen nicht unbedingt alles immer 1:1 übernehmen. Das wäre dem Marzialik hier aus Spanien nur recht gewesen, wenn wir sein System hier voll etabliert hätten. Der ist immer sehr zielorientiert. Aber ich denke, wir müssen unseren eigenen Weg gehen. Das tun wir auch. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben ja schon festgestellt, was da alles für wichtig ist. Und ein weiterer Schritt, das darf ich auch noch als Neuestes eben verkünden aus der Ärzteschaft, ist eben, dass wir alle in der Professionalisierung noch ein Stückchen weitergekommen sind. Die Zusatzweiterbildung Transplantationsmedizin ist durchaus auch für transplantationsbeauftragte Ärztinnen und Ärzte möglich. Und es sind Transplantationsbeauftragte, zum Beispiel ich, durch die Ärztekammer Nordrhein als Prüfärzte schon bestellt und beteiligt, sodass wir von dieser Seite aus auch eben diese Ärztinnen und Ärzte mitprüfen, die da die Zusatzbezeichnung Transplantationsmedizin anstreben. Das werden natürlich naturgemäß mehr Internisten sein oder auch Chirurgen. Ja? Und da sitzen wir aber mit im Boot. Das ist sehr erfreulich und ein deutliches Zeichen auch hier, was gerade die beiden Präsidenten, der Präsident und der Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein hier gesetzt hat. Wir sind also auf dem richtigen Weg zur Organspende. Das wollen wir wieder mehr in unserem OP hier sehen, die Betriebsamkeit, die 10 Autos mit Blaulicht vor der Tür, dann wissen wir, wir haben es richtig gemacht. Wir müssen den Weg weiter gemeinsam verfolgen auf der Piste der Zukunft und ich glaube, dann werden wir es nicht nur stabil halten, wo wir schon froh darüber sein können, sondern vielleicht auch hier und da wieder noch mal ein bisschen mehr verbessern. Vielen Dank.